Ja, gemeinsam. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ich muss schon sagen, ich habe heute hier durchaus von der CDU etwas anderes als oftmals gehört. Sie öffnen sich. Ich finde das sehr erfreulich. Wenn Sie das verpacken müssen in einer Generalkritik der SPD, dann ist das ja in Ordnung. Hauptsache, wir entwickeln uns an der Stelle weiter, geschenkt. Und auch die Rede meines Kollegen aus der FDP muss ich auch sagen. Also wir sind im 250. Jahr von Hegel. Das, was Sie hier an Dialektik gebracht haben, macht diesem Geburtsjahr alle Ehre. Insgesamt lassen Sie mich feststellen, es ist gut, wenn wir aufhörten, ein kritisches Hinterfragen der Exekutivkräfte zu diskreditieren. Und es ist gut, wenn wir aufhörten, bei kritischen Fragen bezogen auf die Polizei einen Generalverdacht permanent zu unterstellen. Es ist gut, wenn wir aufhörten, bei Kritik am Fehlverhalten von Polizistinnen und Polizisten den Kritikern zu unterstellen, sie hätten früher nicht genug gemacht, sie hätten alles schon machen können, sie sind jetzt, ich darf jetzt ein Wort nicht nennen, also sie sind klug und sie würden auf die Kolleginnen und Kollegen eindreschen. Das ist ein typisches Verhalten, was wir mittlerweile bei Kritik permanent erleben müssen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, auch das geht schlicht und ergreifend nicht. Es ist auch gut, wenn wir aufhörten, immer zu erzählen, die Polizei würde in der Öffentlichkeit und auch hier im Parlament und bei den politischen Parteien mehr und mehr als Gegner gesehen. Und man würde immer mehr Gegner haben und man müsse daher an allererster Stelle diese verteidigen, weil es sonst keiner mehr mache. Lassen Sie mich dazu einmal klarstellen, die Polizei ist nach wie vor eine der angesehensten Einrichtungen. Wir Polizisten und Polizisten genießen ungebrochen eines der höchsten Ansehen in unserem Staat. Und es gibt keine andere Berufsgruppe, deren wir hier in diesem Plenum häufiger unseren Rückhalt, unseren Dank und unsere Wertschätzung versichert hätten als der Polizei. Und das übrigens nicht als Lippenbekenntnisse, sondern aus vollster Überzeugung. Und ich kann mich kaum an etwas anderes erinnern als diesen Punkt, wo wir uns derart einig sind, hier in diesem Haus. Aber eins ist auch klar. Dieses Vertrauen und den hohen Respekt müssen wir Polizistinnen und Polizisten uns immer wieder auch neu erarbeiten. Es ist nichts mehr ohne Rückbezug auf die eigenen Handlungen automatisch gegeben. Und ich glaube, damit haben die Polizistinnen und Polizisten in der überwiegenden Mehrheit auch überhaupt gar keine Schwierigkeit. Und daher sage ich genau andersherum, setzen Sie dieses wertvolle Gut, unser gutes Ansehen und den Respekt nicht durch eine Verweigerung einer angemessenen Befassung mit Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Rassismus aufs Spiel. Verspielen Sie das nicht. Und in Anlehnung an Ihre Rede, indem Sie nicht mehr machen, weil Sie machen ja in der Tat etwas. So, damit wir nicht an der Stelle uns streiten müssen, sondern tatsächlich um das Mehr und das Wie auch uns unterhalten. Es ist auch gut, wenn wir aufhörten, allein mit Einzelfalltheorien zu argumentieren und mit pauschalen Abwehrmechanismen zu reagieren. Auch hier gibt es deutliche Entwicklungen und Veränderungen, und das ist auch sehr gut so. Denn es geht dabei eben nicht nur um ein Lagebild, um eine Auflistung von Straftaten. Da sind Sie hier auch weiter, muss ich ehrlich sagen. Das, was der Bundesinnenminister da liefert, ist schon ein wenig gruselig. Sondern es geht um ein umfangreiches Aufdecken von Strukturen untereinander. Es geht um gruppendynamische Prozesse, es geht um ein Entwicklungsgeschehen, es geht um Bildungsansätze, um Vorgesetztenfunktionen und deren Wahrnehmung oder Nichtwahrnehmung, also wie diese Rollen auch ausgefüllt werden. Es geht um Reflexionsfähigkeit, es geht um die Rolle von Ansprechpartnern, in welcher Art und Weise sie zur Verfügung stehen, aber auch proaktiv möglicherweise auf die Leute zugehen und nicht nur warten, dass jemand kommt. Und es geht auch um Opfer einer jeweiligen Haltung. Die lassen wir nämlich häufig genug völlig außer Acht. Rassismus hat auch Opfer, schlicht und ergreifend, und nicht nur abstrakte Folgen. Opfer im Bereich der Bürgerinnen und Bürger, aber auch Opfer häufig genug im Bereich der Polizei unter unseren Kolleginnen und Kollegen selbst. Gucken Sie sich doch einmal an. Sie haben ja gesagt, Sie machen das. Ich kann das nur
herzlich begrüßen. Gucken Sie sich einmal an, was an den schwarzen Brettern hängt. Gucken Sie sich mal an, lassen Sie sich berichten, wie Gespräche laufen, welche Witzchen gemacht werden, nicht nur in Chatforen gepostet werden, sondern auch ganz offen untereinander geredet wird, wie mit Bürgerinnen und Bürgern umgegangen wird, die erkennbar einen Migrationshintergrund haben, wie mit kritischen Kolleginnen und Kollegen umgegangen wird, auch mit denen, die etwas mitteilen. Und das ist häufig nicht strafbar. Da sind wir unter der Strafnorm. Aber es ist doch oftmals zumindest bemerkenswert und bitte einmal zu beleuchten. Den demokratischen Grundkonsens zu vergiften, das fängt nicht mit Straftaten an. Das hört mit Straftaten auf. Und das Zitat ist von Dirk Heidemann von der Deutschen Hochschule für Polizei, was jetzt folgt, wenn ich zitieren darf. Wir müssen akzeptieren, dass die Trägerin des Gewaltmonopols samt umfassender Eingriffsrechte und Eingriffsmöglichkeiten zu Recht unter Beobachtung steht. Abgedruckt in der Neuen Zeitung der Polizeigewerkschaft. Denn unsere Demokratie braucht für ihren Erhalt eine Polizei. Sie ist ein zwingendes Fundament einer stabilen Demokratie. Aber nur dann, wenn sie für die demokratischen Grundwerte eintritt. Und wenn sie dies nicht tut, ist es ein gefährliches Instrument, korrumpierbar in den Händen von Machthabern. Das kennen wir aus der Geschichte. Das kennen wir übrigens auch ganz aktuell aus zahlreichen Ländern dieser Welt. Und daher ist hier eine hohe Sensibilität gefragt. Wir haben daher einen Auftrag als Parlament, nämlich die Kontrolle. Und das ist nicht Rumkrittelei, Besserwisserei, Nestbeschmutzung, Generalverdacht, böse Absicht. Es ist in einem demokratischen Rechtsstaat als Parlament schlicht und ergreifend unsere Pflicht. Sehr geehrter Herr Minister Reul, einem guten Innenminister sollte das längerfristige Fragezeichen manchmal näher sein als das schnelle Ausrufezeichen. Und ausdrücklich entbindet sie natürlich nicht der Pflicht, auch jetzt schnell und auch effektiv zu handeln. Nur auch hier gibt die Wissenschaft auch längerfristig in der Betrachtung doch noch die deutlich ein oder anderen Kenntnisse, aber auch Hinweise, wie es noch besser sein kann. Einsetzen, Nachfragen und Aufsicht. Das ist eben kein Entweder-Oder, es ist ein Und. Vielen Dank.